Biogene Abfälle, Biomassen, Klärschlamm. Wo sie gehäuft anfallen, fallen täglich auch teure Entsorgungsprobleme an. Die Menge an Klärschlamm für den Kläranlagenbetreiber, die Massen an Gärresten für den Biogasbauern, Mist und Gülle für Mastbetriebe und Großzüchter. Grünschnitt und Schwemmholz für die Kommune. Überlagerte Waren und Schlachtabfälle für Lebensmittelunternehmen. Der Abtransport oder die Ausbringung auf die Felder hat zusätzlich noch seinen hohen Preis. Dabei belastet die Entsorgung Kostenbilanz und Klima. Mit der ökonomischen Bilanz bleibt auch die ökologische Bilanz oft negativ. Die Nitratbelastung der Felder steigt durch Überdüngung beispielsweise stetig. Die Anforderung ist klar. Eine innovative Alternative muss deutlich profitabler arbeiten und effizienter sowie umweltfreundlicher sein. Am besten vor Ort. Die Waste to Energy AG stellt mit einer neuen Generation kompakter Pyrolyseanlagen eine Technologie bereit, die Abfallprobleme nicht nur löst. Sie macht die Problemstoffe selbst zu Wertstoffen. Wo liegen dort bei Ihnen die verdeckten Ressourcen? Die schadstoffarme Rundumlösung findet problemlos ihren Platz, direkt dort, wo sie gebraucht wird, auf ca. 100 Quadratmetern. Und funktioniert einfach, langlebig und profitabel. Bei Durchsetzen von ca. 2 bis 3 Tonnen pro Tag hat sich die Investition in den meisten Fällen bereits innerhalb von 3 bis 4 Jahren amortisiert. Im ersten Schritt wird das Ausgangsmaterial wie zum Beispiel Klärschlamm getrocknet. Danach entsteht im zweiten Schritt ein Synthesegas, das gefiltert aus der dritten Stufe direkt in einem Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgesetzt wird. Die Abwärme des Generators wird für den Trocknungsprozess sinnvoll genutzt. Die Vorteile der Gewinnung von elektrischer und thermischer Energie sind nachhaltig. Die anfallenden Abfälle werden energetisch gleich verwertet und produzieren reine Energie. Die Entsorgungskosten für die biogenen Reststoffe entfallen. Die bisherige Ausgabe für die Abfuhr gehen fast gegen Null. Reststoffe werden zu Rohstoffen, wie zum Beispiel zukünftige Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm, welche sich wirtschaftlich nutzen lassen. Der Eigenverbrauch an elektrischer und Wärmeenergie steigt, der Fremdeinkauf von Energie sinkt. Für eine zukunftsweisende Herangehensweise. Für Unternehmen, für Kommunen. Für sich zusammenschließende Interessengemeinschaften, für Umwelt und Klima.